Hallo, ich wandere hier durch die schöne Verbandsgemeinde Kaisersesch, denn der Siegfried Niederels hat es in seiner Ankündigung schon gesagt, das Wetter wird heute am 1. April total schön. Stimmt auch, gestern war nicht so schönes Wetter, heute ist es super. Und natürlich der Frühlingsmarkt, er ist voll besucht, er ist super. Und wir werden Ihnen einige Stände einfach mal näher bringen. Und ach, was ist denn hier schon? Das guckt mal einer an. Zwei junge Damen, die wir natürlich auch kennen, liebe Zuschauer von 3MTV. Und zwar ist das einmal die Alina und die Sophia. Und ich könnte mir manchmal mal vorstellen, da meine Stimme heute nicht so ganz dolle ist. Sag mal, Sophia, bist du bereit zu kommentieren? Aber natürlich, wir werden euch jetzt mal ein bisschen hier rumführen, mal gucken, was hier so los ist, oder? Ja. So, neben mir ist jetzt Albert Jung, er ist der Verbandsbürgermeister der Gemeinde Kaisersesch und jetzt natürlich auch der Siego Niederels hier von der AGE. Was ist denn das Besondere heute? Besonders ist heute, dass wir einfach so ein tolles Wetter haben, haben ein tolles musikalisches Programm, haben eine Ausstellung in puncto Holz und Sägewerk, Schausägewerk am Mehrgenerationenhaus und besonders ist ganz einfach, dass uns viele Leute hier besuchen heute. Da muss natürlich einer auch wieder besonders stolz sein, Albert Jung natürlich als Verbandsbürgermeister. Macht doch Freude, oder? Ja, Stenger Niederels hat es schon auf den Punkt gebracht, aber es sind ja nicht nur die Gäste, die heute kommen, sondern ich sehe vor allem Erfolg in der Vorbereitung und hier wird wirklich gut zusammengearbeitet. Das macht mich auch stolz als Verbandsbürgermeister, dass hier eine Mannschaft, ein Team an einem Fest arbeitet und wir werden heute mit dem Wetter natürlich belohnt für diese Zusammenarbeit. Hier kommen tausende von Menschen, genießen Kaisersesch. Ich denke, das Rahmenprogramm stimmt. Sie haben beste Musik hier, können sich wohlfühlen, können genießen, kriegen frisches Bier gezapft. Auch nur eins, wenn sie fahren müssen. Ja. Wissen Sie, was Ihnen jetzt noch hier in der Gemeinde, in der Verbandsgemeinde fehlt? Ja, 3MTV, denke ich, oder? Haben Sie schön gesagt, hör mal, das haben Sie so schön gesagt. Und wir geben zurück zu Alina und zu Sophia, denn ich habe gerade gehört, die haben was Leckeres zu trinken. Zu euch. Ich bin hier gerade an dem Stand von dem Weingut Bernd Klein angekommen und spreche jetzt mal mit der Frau Klein, denn mir gefällt sie ganz gut. Frau Klein, sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, wir sind zum ersten Mal hier auf dem Frühlingsfest. Und wie gefällt es Ihnen? Wie sind die Leute hier? Sehr kauflustig oder hält sich noch in Grenzen? Es hält sich noch in Grenzen, aber wir hoffen bei dem schönen Wetter, dass noch was geht. Er konnte noch nie Auto fahren und wird es auch nie können. Trotzdem hat er sich jetzt dazu entschieden, eine eigene Fahrschule aufzumachen. Dass es eine gute Idee ist, bezweifeln wir zutiefst. Ja, wie gesagt, nehmen Sie sich in Achtung. So, wir hatten ja vorhin schon, hatten wir die zwei in einem kleinen Gag von unseren Top-Moderatorinnen. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch die Frage, der liebe Frank und der böse Mario, ihr kommt jetzt hier nach Kaisersesch, stimmt das? Ja, das stimmt. Oh, der Bedarf ist da. Ich bin von Kaisersesch, habe Fahrschulen an der Mosel, in Cochum und in Ulmen. Da fragen wir natürlich auch mal den bösen Mario. Hallo, ich bin der liebe Mario. Ja, ich bin in Mayen tätig. Macht da die großen Sachen wie LKW, aber auch kleine Sachen wie PKW. Ja, und bin da sehr erfolgreich, arbeite da mit verschiedenen Fahrschulen zusammen und Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Dann können wir nur sagen, Fahrt aufnehmen. Hallo Herr Deisen, ja, das ist natürlich super. Was ist denn hier passiert? Haben Sie denn, waren Sie auch schnell hier am Tatort? Selbstverständlich, die Feuerwehr ist immer schnell. Jetzt erzählen Sie mal unseren Zuschauern, was ist denn hier passiert? Und vor allen Dingen, warum steht der so lange jetzt hier? Warum tun Sie nichts? Warum sind Sie jetzt hier auf Urlaub? Das ist auch nur eine Simulation von einem Verkehrsunfall. Im Zuge dieses Frühlingsfest heute hat die Feuerwehr KSS halt eben diesen Unfall simuliert. Das ist ein Unfall, der unter den LKW gekracht ist und dementsprechend auf der Seite liegt. Und dadurch haben wir das Spezialwerkzeug halt eben aufgestellt. Also das bedeutet eben, jetzt ist alles hier passiert, Sie haben auch Kranz. Jetzt frage ich natürlich, hier hatten wir unsere beiden Top-Moderatorinnen und die werden natürlich auch gerne mal auf so eine Leiter drauf gehen.
Dürfen Sie, kein Thema. Müssen die da alleine oder wird einer von Ihnen da mitgehen? Uns fährt da einer mit hoch. Ja. Dann wollen wir natürlich mal gucken, ob die Alina oder die Sophia in der Lage sind, da hochzugehen, weil die sind schwindelfrei. Das hat der Frank ja toll hingekriegt. Jetzt geht's los, Leute. Oh Gott, jetzt wird's ernst. Alina, guck jetzt rum. Ah, nein, Alina, warum? Jetzt wieder runter. Jetzt mach doch. Ja. Eins ist natürlich sonnenklar, da darf hier der Stand der Süßen gar nicht mal fehlen. Und wenn man sich dann anschaut, dass Alina gerade hierher geht, bist du eine Süße? Ich bin eine ganz Süße. Ja, sieht man. Das war's schon wieder für dieses Jahr. Hier in Kaisersesch. Uns hat es sehr gut gefallen hier auf dem Frühjahrsmarkt. Was sagst du, Alina? Ich fand es ganz toll. Das Wetter hat gut mitgespielt. Die Stände, die Leute an den Ständen waren super freundlich. Vielfältige Auswahl hatten wir hier. Es war echt toll. Frank? Oh, ich fand es auch schön. Und ich freue mich vor allen Dingen auf den nächsten Markt. Und ihr wart auch gut. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Es war schön. Bis nächstes Mal.